Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Und ja, viele kennen das sicher schon. Wir zeigen jeden Monat einen aktuellen, herausragenden deutschen Kinofilm. Heute auch wieder vor Kinostart. Das ist eine ganz besondere Ehre und natürlich wie immer in Anwesenheit des Regisseurs. Lars Kraumer ist heute hier bei uns. Und ja, schon mal einen Applaus dafür. Nachher kommt er auch hier vor. Genau, der Film heißt Meine Schwestern, der lief letztes Jahr schon auf der Berlinale im Panorama. Ein ganz, ganz wundervoller Film, ist echt toll, dass wir ihn heute hier haben. Und ja, diese Reihe wird in Kooperation mit der EPD Film, dieser Fachzeitschrift, das ist die wichtigste in Deutschland, gemacht. Und diese Gespräche, die wir hier führen, werden auch verschriftlicht. Die erscheinen dann in diesem Sonderheft, das es auch hier im Shop zu erwerben gibt. Also wenn Ihnen das gefällt, was wir hier heute machen, können Sie da auch noch nachlesen, was andere Kollegen zu Ihren Filmen gesagt haben. Und ja, das Gespräch heute Abend, das wird Rudolf Worschig, der Chefredakteur der EPD Film, führen. Ja, das sind so die Rahmenbedingungen, was heute auf Sie zukommt. Und ja, bevor es losgeht, das ist auch immer so typisch bei uns, hier gibt es sowieso keine Werbung in diesem Kino, aber in dieser Reihe gibt es auch noch einen passenden Vorfilm. Wie der passt, thematisch oder auf sonstige Weise, das können Sie selbst entscheiden. Wir haben jetzt einen Film, der ist animiert, der ist 8 Minuten lang, heißt The Hourglass. Und ist von Joscha Tillosen aus dem Jahr 2012. Damit hat er auch ein paar kleinere Festivals gewonnen, ist sehr unabhängig produziert. Und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal viel Vergnügen damit und dann sehen Sie uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, vielleicht eine erste Frage noch direkt. Es ist ja ein Heimspiel heute. Ja, wir freuen uns ganz besonders. Was bedeutet es vielleicht, den Film jetzt auch in Frankfurt zu zeigen? Hallo, wollte ich eigentlich nur sagen. Erstmal, ja, das ist schön. Ich habe vorhin schon erzählt, ich habe hier vor 20 Jahren im Filmmuseum meine Bewerbung für die Filmhochschule vorbereitet. Unterm Dach gab es noch eine Bibliothek. Ist wahnsinnig schön. Ich freue mich total. Der Film kommt ab Donnerstag eben ins Kino und schön, dass Sie jetzt da sind und sich den schon anschauen. Möchten Sie noch was vorher mit auf den Weg geben, bevor wir jetzt mit dem Screening anfangen? Nee. Nein. Dann freuen wir uns auf den Film. Herzlichen Dank, Lars Kraum. Und nachher sehen wir uns zum Gespräch hier vorne wieder. Herzlichen Applaus nochmal, Lars Kraum. Schön, dass du da bist. Guten Abend, auch von meiner Seite. Besten Dank, Lars Kraum, dass Sie hier sind und diesen doch sehr nahegehenden Film mitgebracht haben. Vielleicht zum Ablauf. Ich denke, also wir machen das immer so in dieser Reihe, dass wir uns jetzt erstmal hier gewissermaßen warm laufen, so ein halbes Stündchen, bevor wir dann das Gespräch auf Sie umswitchen, damit Sie auch die Gelegenheit haben, zu fragen oder Kommentare abzugehen. Vielleicht meine erste Frage gleich zum Ende dieses Films, was ja letzten Endes auch der Anfang ist. Es ist ja schon ungewöhnlich, dass man mit dem Ende anfängt. Also das widerspricht ja so einer gewissen Spannungsdramaturgie. Sie verraten ja quasi das Ende gleich am Anfang. Woher kam das? Ja, es kam so, das Drehbuch endete eigentlich offen und wir hatten dann bei den Motivtouren, habe ich mich dafür interessiert, was passiert denn, wenn man bei einer OP verstirbt und wo kommt denn dann der Körper hin? Haben Sie mir das gezeigt in dem Krankenhaus, diese trostlosen Gänge, wo man dann da eben hinkommt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, wir drehen das mal auf jeden Fall und gucken, was wir mit dem Material im Schneiderraum machen. Und dann haben wir es natürlich erstmal so geschnitten, wie sich das in der Chronologie anbietet, dass man das hinten dran schneidet. Das führt dann aber eben nicht zu dem Effekt, den es jetzt hat, wenn man es vorne hinstellt, dass man als Zuschauer von vornherein weiß, worauf man sich einlässt, dass es eben die letzten Tage im Leben dieser Frau sind. Und das so offen zu erzählen und von vornherein den Zuschauer sozusagen auf Augenhöhe zu bringen und nicht am Ende mit so einem tragischen Hammer dann zu schließen, das war irgendwie, leuchtete mir da mehr ein. Aber es war natürlich eine Diskussion im Schneiderraum, weil nicht alle begeistert waren davon. Oh, ich fand es aber eine gute Idee, wenn ich das mal sagen darf. Vor allem, weil es gepaart mit dieser Voice-Over aus dem Jenseits natürlich einem sofort auch diese Hoffnung gibt, dass sie natürlich stirbt, aber es irgendwie ein Leben nach dem Tod gibt. Und dadurch ist es natürlich auch von vornherein leichter zu ertragen.
Vielleicht noch ein klein bisschen was zur Produktionsgeschichte. Ich habe im Presseheft gelesen, dass Sie das Projekt ja schon 2007 begonnen haben oder dass es da zumindest erste Schritte gibt. Können Sie vielleicht dazu was erzählen? Genau, also ich hatte die Idee, diesen Film zu machen, weil mein Cousin an diesem Herzfehler gestorben ist. Und dann wollte ich mit diesen drei Schauspielerinnen unbedingt einen Film machen und habe ihnen das erzählt und habe gesagt, wir könnten das eben über drei Schwestern machen. Und dann hatten wir eigentlich nur so eine grobe Idee. Diese Story gab es so ganz grob, dass die Mittlere eben diese Krankheit hat und was das mit den anderen gemacht hat und dass sie jetzt von ihrem Mann betrogen wird, weil der Angst vor der Zukunft hat. Und das war sozusagen festgelegt, und dann habe ich die drei Schauspielerinnen zu so einer Art Improvisationsworkshop, weiß ich nicht, Proben geholt und habe ihnen ohne Drehbuch haben wir quasi diese Familienkonstellation erarbeitet. Die haben dann ganz viel über sich erzählt und wie sie mit ihren Geschwistern umgehen, wie sie zu dieser Frage stehen, wie viel Zeit verbringst du eigentlich mit den Leuten, die dir irgendwie nahe sind und wie wenig Zeit bleibt dafür. Und daraus entstanden dann die Figuren und das wurde dann in einem Drehbuch gefasst. Und dann haben wir den Film, also das war 2007 und dann gab es auch ziemlich schnell ein Buch und dann habe ich aber einen anderen Film erst gemacht, Die kommenden Tage, der mich ziemlich lange dann irgendwie beschäftigt hat. Und dann war der vorbei und dann haben wir das Projekt eben 2010 wieder aufgenommen. Und dann hat es einen Moment gedauert, bis wir die Finanzierung hatten und dann war fertig. Ich habe was so weitererzählen. Jetzt bis 2014 weiter. Dann war fertig und dann, wie das immer ist, kommen wir wahrscheinlich noch zu. Gibt es hier natürlich auch Fernsehpartner. Bei jedem deutschen Kinofilm gibt es Fernsehpartner. In diesem Fall waren die sehr stark. Die Fernsehleute waren nicht sofort d'accord mit dem Schnitt und überhaupt nicht mit dem Film. Und das hat dann zu einer längeren Auseinandersetzung mit Schneiderraum geführt, die nochmal ein Jahr dauerte. Und dann lief er letztes Jahr auf der Berlinale und hat einen Verleih gefunden, Alamut-Film, die den dann eben ins Kino bringen wollte. Und dann gab es nochmal die Frage, wann und noch rechtliche Probleme und so. Und jetzt ist er dann eben fertig und im Kino. Und so hat sich das dann 7 Jahre hingezogen. Wenn das jetzt quasi autobiografisch inspiriert ist von Ihrem Cousin, wieso drei Frauen? Ja, weil das eigentlich sonst, also es gibt zwei Gründe. Einmal wollte ich einfach unbedingt einen Film mit diesen drei Frauen machen, weil ich die so toll fand. Ich. Ja. Ich hatte bei unterschiedlichen Fernsehsachen mit denen gearbeitet und fand sie einfach irgendwie toll und wollte gerne die mal zusammenbringen. Da dachte ich, na gut, die sehen zwar überhaupt nicht ähnlich, aber ist egal, die sind jetzt Schwestern. So, das war das eine. Und das andere war natürlich, dass ein Film wirklich über meinen Cousin zu nahe gewesen wäre. Das hätte ich irgendwie gar nicht, den hätte ich gar nicht, ins, also den hätte auch niemand spielen können. Das wäre irgendwie schwierig gewesen. Die Männer kommen ja dem ganzen Film sowieso nur am Rande vor. Kommt nicht so gut weg auch, ne? kommen nicht sehr gut weg, genau. Ziemliche Schwachmaten. Der eine, Ernst Stützer, weiß auch nicht so sehr, wohin mit seiner Rolle. Woher kommt das? Das weiß ich nicht, vielleicht weil es so ist. Keine Ahnung. Nein, das ist natürlich in dem Buch so angelegt, dass der Mann nun mal, der erste Mann nun mal schon mal so ein Problem hat. Und das ist ja auch ein verständliches Problem. Der hat halt Angst und weiß nicht so richtig, wie sein Leben weitergeht. So. Und ist einfach nicht so wahnsinnig stark. Auch das ist was ich bei einem Freund beobachtet habe, der auch in einer ähnlichen Situation war und einfach Angst vor einer Beziehung hatte, die eben durch so eine Krankheit belastet war. So. Und Ernst, finde ich, weiß ganz gut, was er will. Der ist nur überrascht, dass seine Nichte ihn küsst. Das ist eigentlich das Einzige. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass der Film sich halt sehr auf diese drei Schwestern konzentriert. Wie kamen Sie zu den quasi Nebendarstellern, die ja sehr prägend für den Film sind? Also Angela Winkler, Ernst Stötzner, der auch schon in Die kommenden Tage einen Familienvater Genau. gespielt hat. Und vor allen Dingen, also ich persönlich finde ja den größten Besetzungscoup Beatrice Dahl quasi als schwarzer Todesengel. Ja, also Beatrice Dahl war einfach eine Idee von meiner tollen Castingagentin Nessie Nesslauer. Die hat es irgendwann vorgeschlagen und dann dachte ich, gut, wenn wir die kriegen können, ist natürlich toll. Und dann haben wir sie getroffen und sie hat das Drehbuch gar nicht gelesen, habe ich ihr erzählt, was wir machen wollen. Und hat sie gesagt, okay, macht sie. Und bei Ernst ist einfach jemand, den ich wahnsinnig gerne mag und mit dem ich eben gerne zusammenarbeite. Und wir hatten halt gerade die kommenden Tage gedreht und dann passte das. Und Angela Winkler kam so, dass die sollte auch in den kommenden Tagen mitspielen. Und das ging irgendwie aus Zeitgründen nicht. Das ist dann die Rolle, die Susanne Lothar Ah ja, gespielt hat. die Mutter quasi. Genau, und dann deshalb stand das irgendwie aus und dann habe ich sie gefragt und auch die hatte dann sofort Lust. Das war natürlich auch
nicht so wahnsinnig schwer, die zu überzeugen, weil so ein paar Drehtage Paris für alle schön sind irgendwie. Und die Landschaften, wie kam das zustande? Also St. Peter-Ording und dann eben Paris, was ja auch so eine gewisse, in der Weite, so eine gewisse Ähnlichkeit hat. Also Paris war irgendwie, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, das entstand schon an diesem ersten Wochenende, als wir sozusagen die Geschichte dann so weitergesponnen haben und improvisiert haben, war dann irgendwie, kam die Idee, dass die sozusagen ein paar Tage zusammen wegfahren, war ja gesetzt, wohin sie fahren, haben wir uns dann überlegt. Und dann kam irgendwie Paris, aber ich weiß nicht mehr, da dachte ich, na gut, das ist jetzt so das erste Wochenende, jetzt nicht gleich irgendwie so Ideen killen, aber ich hatte immer ein bisschen Problem mit Paris. Ich dachte, das ist irgendwie ein Klischee. Also erst fahren die ans Meer und dann nach Paris. Und dann habe ich irgendwann mal den Schauspielerinnen vorgeschlagen, dass die doch einfach auch nach Bologna fahren können oder so. Und dann haben die gesagt, nee, kommt überhaupt nicht in Frage, Mann. Wir wollen in Paris drehen. Und na gut, und dann haben wir das da gemacht. Ich hatte wahnsinnig Angst, weil Paris einfach zu fotografieren unglaublich schwer ist. Das sieht halt immer sofort aus wie bei Ratatouille. Und St. Peter-Ording kam daher, dass sie halt in Hamburg aufgewachsen sein sollten und dann eben aus der Logik dieser Krankheit natürlich es so ist, dass man einfach nicht so wahnsinnig weit wegreist, sondern die Ärzte in der Nähe sind. Und deshalb war sozusagen ein Ferienort, der in der Nähe von Hamburg ist irgendwie eine gute Idee. Und St. Peter-Ording kannte ich nicht. Und als ich dann auf die erste Motivtour gefahren bin, war ich erstaunt, wie wahnsinnig hässlich das ist. Und also bis auf die Strände, die sind natürlich gigantisch und schön und weit und so, aber der Ort selber ist irgendwie wirklich so eine Jack-Wolfskin-Hölle. Und dann war aber davor, war dieser Ort Tating. Da fährt man eigentlich nur durch. Da hält schon, glaube ich, seit mindestens 50 Jahren keiner mehr an. Und wir waren dann da und haben uns das angeschaut und da gibt es eben diese Pension von diesem lustigen Herrn Abraham, der da gleich auch am Anfang, wenn sie da reinkommen, von Jördis geküsst wird. Das ist der echte Pensionsbesitzer. Und dann haben wir den gefragt, ob wir da drehen können. Der fand das irgendwie lustig und so sind wir da hingekommen. Wobei sie laufen da mal durch so eine Straße, das sieht so ein bisschen nach so einer Altstadt aus. Also das, ich war ja noch nie. Ja, das ist eben Tating. Das ist die einzige Straße. Und das Meer ist ja auch das Wichtigste. Aber so diese ungewöhnliche Fahrt durch den Morgen in Paris, also das hat mir eigentlich auch gut gefallen. Also weil das ist eben nicht so das Paris-Klischee. Ich meine, die Straßen sind breit, gut, aber mehr jetzt auch nicht. Ja, ich bin sowieso ganz froh über meinen Kameramann Jens Harand, der das hingekriegt hat, das so zu fotografieren, finde ich, dass man, also alleine schon, wenn die ankommen und Paris in der ersten Szene einfach total nervig, anstrengend und verstopft ist und so, das, ich finde, das geht alles ganz gut. Ich sage, es ist eben so wahnsinnig schwer, also so eine aufgeladene Reise und so ein Sehnsuchtsort und dann ist es Paris, ja, where else? Also das ist halt so, aber ich finde auch, dass es okay ist und dann haben sie da halt Onkel und Tante und fahren dann. Natürlich ist Paris wahnsinnig schön zu fotografieren. Mhm. Und total Spaß gemacht, auch da zu drehen. Das war auch so, wir haben den Film eben chronologisch gedreht, was ein wahnsinniger Luxus ist, weil normalerweise dreht man natürlich immer gebündelt an den Motiven. Wir sind tatsächlich haben am Anfang im Krankenhaus gedreht und am Ende nochmal. Und da muss man eben hin und her reisen. Das kann man sich eigentlich nicht leisten. In diesem Fall war das wichtig, weil wir eben das Drehbuch nur so als Grundlage genommen haben und während des Drehs dann einfach das auch verändert haben. Und in Paris haben wir relativ viel verändert. Und haben eben, also da ist dann einfach ziemlich, da, ja, und da haben wir dann irgendwie den Dreh unterbrochen und ich habe das Buch nochmal umgeschrieben und das Team hat sich 2 Tage irgendwie da die Hucke vollgesoffen und ich musste sehen, wie wir das irgendwie weiterkriegen, die Geschichte und so. Apropos Drehbuch umschreiben, also ich finde ja, dass die Figuren sind ja sehr genau ausdifferenziert. Also Katharina, die Ältere, ist ja auch quasi die Stärkste, sagen wir mal so, währenddessen, wie heißt die, Linda, ne, ist Jördis Triebel, so die vielleicht emotional Stärkste ist und Clara, die ganz junge, auch so ein bisschen das Nesthäkchen ist. Wie sind jetzt die Figuren auch quasi durch die Mitarbeit der Schauspielerinnen zu dem geworden, was sie dann auf der Leinwand sind? Ja, total. Also schon an diesem ersten Wochenende hat sich das eben so ein bisschen gefunden, dass wer die Älteste und wer die Jüngste ist, natürlich einfach durch die Besetzung gegeben. Aber wie die sich verhalten, ist eben interessant. Also Nina hat eben zum Beispiel erzählt, dass sie das auch kennt, innerhalb ihrer Familie diese Rolle einer starken, zupackenden und irgendwie so, also diese Rolle zu übernehmen und auch Probleme, wenn sie aufkommen, irgendwie zu lösen und so. Und dann hat sie die halt gekriegt und
Lisa Hagmeister zum Beispiel hat eben die, hat so ein bisschen was, also hat, offen, hat auch ein bisschen aus ihrer Familie erzählt und die Rolle, die sie so, also die Figuren sind ganz stark entwickelt daran, was die Schauspielerin kennen aus ihren Familienkonstellationen, welche Rolle sie halt da so zu übernehmen. Apropos Familienkonstellation, das Schöne an dem Film ist ja, dass es auch eine Reise in eine gemeinsame Vergangenheit der drei ist und man hat immer als Zuschauer so das Gefühl, zwischen den dreien hat sich einiges verändert, aber nichts Wirkliches. Das hat ja auch irgendwie was Fatalistisches, woran ich übrigens glaube, dass man sich in Beziehungen zu anderen Leuten eigentlich nicht verändert. Das bleibt immer gleich, das ganze Leben lang. Glauben Sie das auch? Naja. Also ja, ich glaube das auch, aber davon erzählt natürlich das Kino eigentlich nicht. Deshalb geht man ja ins Kino, weil da eben die Veränderung stattfindet, die im richtigen Leben irgendwie nicht passiert. Aber auch hier ist es, finde ich, ein bisschen so, das, was die Linda natürlich eigentlich will, ist, ihre beiden Schwestern zusammenzubringen. Mhm. Und das schafft sie ja auch. Mhm. Und die Veränderungen, die machen, also ich glaube, dass Ninas Figur nach dieser Reise nicht mehr so hart urteilt, wenn ihr irgendwas nicht in den Kram passt und auch mal versteht, dass sie nicht von allem irgendwie nicht alles im Griff hat und die Entwicklung der Kleinen ist ja auch offensichtlich. Also ganz so stagnativ finde ich die nicht. Gut, und Linda macht sowieso eine fatale Wandlung. In St. Peter-Ording, also da am Strand, gibt es so eine Szene, die ja symptomatisch auch für das Verhältnis der drei ist. Clara bleibt zurück und die anderen beiden kappeln sich da am Strand, was ja auch auf ihre frühere Situation wahrscheinlich verweist, wo sie immer so ein bisschen gegenüber den beiden älteren Schwestern außen vor war. Entsteht sowas durch eben Improvisation oder denkt man sich sowas aus? Nee, das denkt man sich natürlich aus. Das ist in den Figuren halt so drin und das ist dann die Inszenierung einfach an dem Tag. Das fängt schon mit allem an. Die Clara hat als einzige ein Kostüm, das man dann halt vorher wählt, die hat halt eine Strumpfhose an. Die kann halt einfach nicht einfach mal so die Socken ausziehen und barfuß im Wasser rumlaufen. Und das ist natürlich alles vorbereitet dafür, dass das dann funktioniert. Beeindruckt dann in Paris hat mich ja auch, also Beatrice Dalle, die ja eben sowas wie so ein Todesengel darstellt, dann laufen die auf die Kirche zu, Sacré-Cœur ist das ja, glaube ich, was ja irgendwie auch so eine gewisse Himmelsvorstellung hat. Sie selbst sagten vorhin, da spricht jemand aus dem Jenseits. Es gibt die Konversation mit Ernst Stötzner in der Kirche, ob er an Gott glaubt, ist es am Ende ein gläubiger Film? Ja. Schön. Ja, absolut. Also das, ich bin Katholik und der Film ist auch. Also insofern, ich fand das wichtig. Es gab eben auch eine große Auseinandersetzung. Ich habe das Buch nicht geschrieben. Ich kann da nicht so viel drüber reden, weil es einen Streit mit der Autorin gab, die nach meiner Idee dieses Drehbuch geschrieben hat und die das partout nicht wollte. Und zwar nicht, dass ich irgendjemand aus dem Jenseits reden lasse, sondern dass dieser Film so existenziell endet mit dem Tod und dass man sich dazu verhält, sondern sie wollte es eben offen lassen. Und ich hasse offen lassen. Ich finde das Quatsch. Darüber haben wir uns, das kann ich da nicht so lange drüber reden, aber das war dann eben ein Aspekt, wie ich schon gesagt habe, bei der Motivtour in dem Krankenhaus fing das schon an, dass ich eben dachte, ich will das wissen, was würde denn passieren, wenn man hier stirbt. Und bei den weiteren Dreharbeiten waren dann natürlich überall, plötzlich stehen halt diese Kirchen rum oder so, wie in St. Peter-Ording oder in Tating, wo die dann da umfällt und da ist dann halt diese schöne Kirche gleich gegenüber. Da dachte ich, na dann gehen wir halt da mal rein und drehen das. Das hat sich ein bisschen auch so aufgedrängt. Einfach, dann war zufällig dieses Hotelzimmer in Paris hatte dieses wahnsinnige Fresko mit den Engeln und so. Stimmt, ja. Das war jetzt gar nicht so wahnsinnig durchgeplant, aber es war im Laufe der Reise eben so und dann habe ich das eben auch so reingenommen. Es fängt dann ja auch schon bei dieser Kirchenchor gleich am Anfang. Genau. Und so tauchen diese Kirchen überall auf und so ist es halt entstanden. Aber das entsteht natürlich dadurch, dass man so Entscheidungen fällt und klar, also ja. In vielen ihrer Filme spielt auch Familie eine besondere Rolle. Also keine Lieder über Liebe, die beiden Brüder, die kommenden Tage, ist ja letzten Endes auch eine Familiengeschichte. Ist das für Sie ein besonderes Thema? Ja, das ist schon irgendwie ein besonderes Thema. Das ist gar nicht so wahnsinnig
gewählt. Das passiert einfach immer so. Ich war schon an der Filmhochschule so, dass ich irgendwie, selbst wenn ich einen Genrefilm machen wollte, der dann irgendwie auch im Kern immer wieder irgendwie Familienkonflikte hat. Das hat natürlich vor allem, also erstmal, meine Familie ist ja hier, ihr habt da keine Schuld dran, so, das ist einfach so, ihr habt eine tolle Familie und natürlich kann man da viel beobachten. Und zum anderen ist es aber so, dass es natürlich dramaturgisch wahnsinnig dankbar ist, weil eine Familie nun mal der Raum, also anders als frei gewählte Freundschaften, Beziehungen sind, die man nicht einfach kappen kann. Mhm. Und deshalb macht es natürlich in der Erzählung irgendwie, lädt es das immer gleich auf, wenn die ein Problem miteinander haben, die werden sich halt nicht los. Mhm. Und das habe ich irgendwie früher erkannt und deshalb immer Drehbücher darüber geschrieben. Sie haben an der DFFB studiert. Inwiefern hat Sie das für Ihren weiteren Weg vorbereitet? Na, das war eine tolle Schule. Zu der Zeit, als ich da war, gab es einen fantastischen Leiter, den Reinhard Hauff, der selber ein toller Regisseur war und der nicht für alle, aber für mich ein unglaublich, für viele eine unglaubliche, also unglaublich viel ermöglicht hat. Und das war ein super Studium. Da. War noch ein sehr altmodisches Studium, wenn man so will. Heutzutage gibt es das so gar nicht mehr. Wir haben da quasi, das ist eben so aus den 60er, ist eine Schule, die in den 60ern gegründet wurde und wir haben dann noch so aus dieser alten Autorenfilmer-Tradition eben alles gelernt, vom Ton machen, über die Kamera, über so Schneiden. Man musste das alles selber machen. Und das war irgendwie eine gute Schule. Weil man sagt ja immer, dass der zweite Film quasi die große Krux ist. Ihr zweiter Film war ja Viktor Vogel, der ein relativer Flop war. Wie ging es dann weiter? Ja, also Viktor Vogel war ein wahnsinnig teurer Film und deshalb auch eine ziemliche Katastrophe an der Kasse. Also nicht deshalb, weil er teuer war, sondern weil er nicht funktioniert. Das hat es zu einer Katastrophe gemacht. Und dann ging es erstmal mit Fernsehen weiter für mich. Ich habe dann einen Tatort machen können für den WDR und dann habe ich angefangen eben eigentlich so aus der Selbstkritik, ich mag Viktor Vogel, aber was ich nicht mochte, war, dass der so ein vom Drehbuch abgefilmter Film ist, wie die meisten Filme halt. Aber das sind nicht unbedingt, also das Kino, das ich am allermeisten schätze, ist eben sowas, wie es John Cassavetes also in den 70ern gemacht hat, diese Art von Film, bei dem man das Gefühl hat, die Leute spielen das nicht, die sind das. Und das ist wahnsinnig schwer, da hinzukommen, wenn man sich eben einfach nur an die Story und an die Texte aus dem Drehbuch hält. Und deshalb habe ich dann angefangen, Filme ohne Dialoge oder ohne Drehbücher zum Teil zu machen und so, und habe versucht, eben anders zu inszenieren. Und das hat dann irgendwann bei Keine Lieder über Liebe wieder so hingehauen. Das war der billigste Film, den ich gemacht habe und der größte Erfolg, was natürlich logischerweise auch immer rein ökonomisch miteinander zusammenhängt. Wenn man nicht so viel Geld ausgibt, ist es auch leichter, den sozusagen zu einem Erfolg zu machen. Aber war ja auch chronologisch gedreht, glaube ich, und auch improvisiert. Der war komplett improvisiert, der war so radikal improvisiert, dass nicht mal die Schauspieler das Drehbuch kannten. Also es gab ein Drehbuch, aber das kannte nur ich. Dafür war der Deal, dass die Schauspieler nicht spielen müssen, was sie nicht gut finden. Das war wahnsinnig kompliziert, das will ich jetzt auch nicht alles im Detail erzählen, weil das, glaube ich, auch dann zu lange dauert, aber das war natürlich irgendwie interessant, weil die Schauspieler natürlich komplett anders sind, viel offener und wahnsinnig hellhörig, und ich habe die auch immer nur einzeln inszeniert, ich habe denen irgendwas ins Ohr geflüstert, das wussten die anderen dann nicht, und die haben natürlich so geguckt die ganze Zeit, was spielt der jetzt? Das sagt er? Warte mal, dann sag ich das und so, und das führt natürlich zu einem ganz anderen Spiel, als wenn du weißt, okay, das ist die Story und dahin läuft. Es gibt interessante Filmbeispiele, im Filmmuseum, da kann man ja über so Filmgeschichte, Filme, die chronologisch und auch nicht im Wissen um die ganze Story von Leuten gespielt werden, was man nicht weiß, wie zum Beispiel Casablanca, bei dem Ingrid Bergman ganz lange dachte, es gibt kein Drehbuch und alle denken das, aber Humphrey Bogart kannte das Drehbuch, aber sie halt nicht. So, also es gibt irgendwie interessante Beispiele, wo das so entstanden ist. Das Fernsehen hat ja manchmal auch so den Ruf eines Experimentierfelds, also dass man innerhalb einem bestimmten vorgegebenen Format auch mal was ausprobieren kann. Entspricht das Ihren Erfahrungen bei den vielen Tatorten, die Sie gemacht haben? Ja, also wenn man Tatort guckt, ist das ja so, sieht man ja, da experimentieren ja viele rum. Ich auch. Und das hängt immer so ein bisschen davon ab. Also es gibt natürlich, also Tatort, wenn man den spannend machen will, gibt es natürlich auch so Grenzen.
Aber man kann je nach Redaktion, der Hessische Rundfunk hier, für die ich ja die meisten gemacht habe, die sind eine wahnsinnig interessierte und offene Redaktion. Die lassen einem da relativ viel durch. Sonst könnten die ja auch nicht diese Filme mit dem Uli Tukur machen. Also. Aber ja. Auch Ihr größtes Projekt, die kommenden Tage, war ja auch ein relativer Misserfolg. Wie verkraftet man das? Also Langsam. langsam. Ja, also ja, die kommenden Tage war insofern hart, weil war auch ein wahnsinnig aufwendiger Film, der beim Publikum nicht gut ankam, nicht aufgenommen wurde. Es ist natürlich immer wahnsinnig schwer, hinterher zu sagen, woran es lag. Man kann das natürlich relativ einfach sich machen, indem ich als Filmemacher aufs Marketing schiebe und das Marketing es auf den Film schiebt. Das kann man nicht den Ball so hin und her spielen. Man muss halt vor allem eben, es gibt sozusagen zwei Ebenen, die der öffentlichen Rezeption und was ist da irgendwie schiefgelaufen oder warum wurde der Film nicht aufgenommen. Und dann die der persönlichen, was finde ich, was ich besser machen muss. Bei den kommenden Tagen ist es so, dass das ein Film war, an dem ich relativ lange gesessen habe und der einfach wahnsinnig viel für mich bedeutet hat und wahnsinnig viel sollte. So, da gibt es, der ist sehr voll mit, hat wahnsinnig viele Geschichten und ich habe das Gefühl, dass der vor allem, ich habe immer das Gefühl, die kommenden Tage ist wie so ein Film, also falls den jemand gesehen hat, ist ein Science-Fiction-Film, der so in die nahe Zukunft geht und ich habe immer manchmal das Gefühl gehabt, die Leute, also dass ich wie so ein Verrückter auf die Leute eingeredet habe, 2,5 Stunden und die dachten, was ist denn los, was will er denn sagen? Irgendwie so, das war so meine Quintessenz aus dem Film. Naja, und ansonsten macht man halt so die Filme, die man so machen will und versucht halt irgendwie mit jedem neuen Projekt immer wieder, man muss beim Filmemachen eben immer wieder mit jedem neuen Projekt von vorne neu antreten und ein Misserfolg ist da nicht hilfreich, aber ein Erfolg ist auch kein Garant dafür, dass das neue Projekt wieder funktioniert. Also Was ist denn Ihr nächstes Projekt, wenn ich das mein fragen darf? nächstes, ja, also fürs Fernsehen mache ich wieder einen Familienfilm, der ist familienfest. Der 70. Geburtstag eines Patriarchen, das habe ich nicht selber geschrieben, das hat Martin Raus geschrieben. Und fürs Kino mache ich einen Film über den hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der in den späten 50ern die treibende Kraft hinter der berühmten Mossad-Entführung von Eichmann aus Argentinien war. Da ist das Buch fertig, da sind wir in der Finanzierung, das wollen wir im Herbst, Winter drehen. Klingt interessant. Wenn es von Ihrer Seite noch Fragen gibt oder Kommentare, würden wir uns freuen. Sie haben am Anfang gesagt, dass die Fernsehredakteure gegen den Schnitt waren und dass es deshalb so lange gedauert hat. Haben Sie lange gebraucht, um sie zu überzeugen, oder haben Sie den Schnitt geändert? Filmmusik schneidet das Video. Also, Wir es war schneiden das so. mal. Wie mache ich das jetzt diplomatisch? Bei Ja, ehrlich ehrlich. in Also, ja, wir kennen ja auch alle die Auseinandersetzung. Also, es war so, der erste Schnitt schien für die Fernsehleute nicht tauglich. Und er war ein bisschen länger, war auch zu lang und er war dadurch in der Länge so ein bisschen, der ist ja eh sehr minimalistisch, der Film, und ich hatte das Gefühl tatsächlich auch, dass wir in der ersten Fassung ihn ein bisschen sehr den tragischen Ton so vor uns hertragen und das so ein bisschen zu sehr steht, so. Insofern hatte ich kein Problem damit, ihn zu kürzen. Was ich nicht wollte, war ihn also so zu schneiden, dass man die ganze Zeit den Zuschauer so manipuliert, jetzt musst du das fühlen, jetzt musst du das fühlen. Und auch die Musik sollte nicht so manipulativ sein. Und so, das waren so Themen. Insgesamt haben wir uns dann einfach ein Jahr gestritten und am Ende habe ich den Film bis auf eine Szene so machen können, wie ich ihn machen wollte. Jetzt ist das große Quiz, welche Szene mir nicht passt. Welche denn? Doch, doch, ich kann es erzählen. Also es ist die Szene in der Badewanne, in der die Linda zu ihrer Schwester sagt, pass auf deine Töchter, pass auf deine Kinder auf. Weil das so eine Art von Manipulation ist, die passt mir eigentlich nicht gut, die Szene. Die hätte ich gerne rausgenommen. Also ja. Aber das war dann so ein Zugeständnis an, also die Kritik des Fernsehsenders war, dass sie den Film nicht emotional genug finden und deshalb, ja, darum ging der Streit. Warten Sie kurz, ich komme zu Ihnen.
Ich finde, die Linda ist mir irgendwie zu locker. Tut mir leid. Zu locker? Zu locker, ja. Das ist, fand ich. In Anbetracht ihres nahenden Todes, meint sie? Ja. Also von dem, was ich jetzt mir erdenke, ich finde das ein bisschen unrealistisch. Und das ist dann so eine Szene, wo sie wenigstens mal ihrer Schwester was sagt. Also das darüber, sie redet ja darüber eigentlich kaum. Und ich finde, also entweder verdrängt sie total, also jetzt so von dem, wie das jetzt sein soll, das wollte ich sie noch mal fragen, aber ich finde es trotzdem unrealistisch. Mhm. Also so, mir wirkt es so zu locker. Es gibt noch so einen Film, wo auch eine Frau stirbt, ich war so eine ältere, ich weiß nicht, Hannelore Elsner oder irgendwie Iris von Berben, die ist auch irgendwie so oberlocker. Das ist, ich weiß nicht, vielleicht braucht man das, um zu sterben, aber das ist irgendwie, ich finde es unrealistisch. Okay. Ja, vielen Dank. Ja, ja. Okay, man muss halt bedenken, dass diese Frau natürlich einfach wirklich, was sie ja sagt, die ist halt einfach krank auf die Welt gekommen und hat ihr Leben lang sozusagen sich darauf vorbereitet. Und natürlich stimmt es, wie soll ich sagen, man kann einen Film über das Sterben natürlich nur so, oder über diese Tage vor so einem Tod natürlich nur so gut machen, wie man das machen kann, aus seiner eigenen Lebenserfahrung. Und ich habe diese, so eine unmittelbare Todesangst natürlich nicht erlebt und Jörg das auch nicht, und deshalb ist es so ein, ist es schwierig, sich daran zu tasten, aber eben man darf nicht vergessen, diese Figur ist deshalb schwer zu spielen, weil es eben nicht einfach jemand ist, der plötzlich heute gesagt bekommt, du stirbst in 3 Tagen und dann natürlich in plötzliche Panik ausbricht, sondern ihr Leben lang damit gelebt hat. Und es ist eben auch es ist eben Fiktion. Und die Fiktion oder die Gestaltung dieser Figur als jemand, die das mit so einer großen Ruhe annimmt, ist natürlich auch genau das, was es für mich zu einem Kinofilm macht. Ich bin kein Naturalist. Andreas Dresen hat mit Halt auf freier Strecke so einen Film gemacht, wo Milan Peschel auf eine Art seinem Ende entgegengeht, was ganz anders ist als Jördis. Aber der hat so ein Martyrium vor sich und es wird immer schlimmer und der leidet und sieht, auch diese Filme gibt es ja, ich wollte ihn nur nicht machen. Ich wollte einen Film machen über eine Frau, die mit einer so unglaublichen Ruhe und Kraft in ihren eigenen Tod geht, dass wenn wann immer das für uns irgendwie vielleicht mal ansteht, man die als Vorbild hat. Deshalb habe ich den Film gemacht. Und ich weiß nicht, natürlich, man kann das nicht mögen, wie sie, aber ich mag das und ich finde, das macht es zu einem Kinofilm. Ich habe noch mal eine andere Frage. In der Anfangsszene im Krankenhaus unten in dem Totenraum, sie kommt ja, die Linda, auf diese Bahre, auf diese, ja, und auf das Regal drauf. Also es sieht ja sehr, sehr echt aus. Ne? Jetzt, also, das ist echt. Danke. Das ist echt, ja. Ich finde nicht echt Linda. Was die Dame da gerade gesagt hat, von wegen, dass das nicht so rüberkam oder sie unrealistisch ist. Ich finde, das impliziert auf der anderen Seite die Religiosität, die dahinter steht, weil ungeachtet der Tatsache, dass das Ende vorweggenommen wird am Anfang, spielt die Linda im Grunde genommen so, als würde sie wissen, dass sie diese Operation nicht überlebt. Also das schwingt permanent mit. Und das, denke ich, impliziert auch irgendwo die Religiosität und auch die Emotionalität des Films. Ein Detail noch, ich weiß nicht, ob es bewusst gewählt ist, also zu einer Herzoperation geht man nicht einfach mal so nachmittags rein und dann in OP. Darf ich jetzt als Chirurg so sagen, aber ich weiß nicht, ist das bewusst gewählt? Das wäre noch so eine Detailfrage, meine. Ja, stimmt total. Das ist auch unrealistisch. Aber wie gesagt, auch da ist es so, man kann, normalerweise gäbe es ja einen Termin und dann muss man da nüchtern hin und da wird auch nicht sofort geschnitten und so weiter, das ist mir schon klar. Aber es ist einfach natürlich dann, es passt mir einfach nicht in den Kram. so einfach. Sondern, nee, genau, ich weiß, es ist so, aber ich, wie gesagt, die Frage ist immer, wie naturalistisch will man das machen. Also ich wollte halt, dass die von dieser Reise kommen und oder anders gesagt, wäre das ein Theaterstück, würden sie sich diese Frage nicht stellen.
es ist völlig klar, dass im so, und ich empfinde das Kino als eben dem Theater näher als dem richtigen Leben. Das ist die eigentliche Verantwortung. Also das ist immer halt diese semi-poetische Fiktion, die wir da fabrizieren. So. Auch wenn der Film so naturalistisch und glaubwürdig wirkt, aber das, ja, es gibt dann halt keinen so unmittelbaren Abschied, wie ich den jetzt drehen konnte. Also was ich sehr gut finde an dem Film ist, da heißt ja die drei Schwestern und das finde ich auch sehr gut verteilt. Wir haben ja gerade vor allen Dingen über die Linda gesprochen, dass die ist nur die Hauptfigur, ist klar, aber sie haben eigentlich sehr gut auch die anderen Figuren reingebracht und was mir sehr gut gefallen hat, war, dass eigentlich diese drei Schwestern alle in ihren gegensätzlichen Stimmungen gezeigt wurden, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt und das ist eigentlich sehr gut gemacht für die Spannung des Films auch gewesen. Die Kleinigkeit, die mich ein bisschen gestört, aber vielleicht war es der Schnitt. Die Entfernung in Paris sind natürlich etwas größer zwischen Café Oudou Margot und Sacré-Cœur, da kommt man nicht so schnell hin, also wahrscheinlich ist es im Schnitt gefallen. Die sind tatsächlich im Schnitt, es gibt eine ganz lange Sequenz, wie die beiden, wie Beatrice Dahl und Jördes durch Paris ziehen. Also die trinken auch ihren Wein aus und dann gibt es eine lange, quasi dokumentarisch gedrehte Szenensequenz, wie die in der U-Bahn singt. Und Beatrice hat dann Geld eingesammelt von den Leuten. Wir haben mit kleinen Kameras gedreht, die Leute haben gar nicht gewusst, dass das ein Film ist und so. Und die haben, und ja, das hat eben dann da, die singt ja toll, auch am Anfang in der ersten Szene, sie hat dann da wieder aus dem Elias gesungen und so, und dann haben sie halt Geld gesammelt und all das haben wir rausgeschnitten. Weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, weil es einfach, es war nichts, woran mein Herz so wahnsinnig hing. Es war ein bisschen sehr wackelig. Es stand ein bisschen auf der Stelle. Ich finde, man hatte dann schon verstanden, dass die jetzt irgendwie Spaß hat, dass die mit dieser Frau irgendwie da so flüchtet. Und wenn die Flasche im Dömago klauen, dann, das war irgendwie die beste Szene von, dass die da jetzt jemanden trifft, mit dem sie da irgendwie Spaß hat. Außerdem hat es ein bisschen diesen dann eher symbolischen Effekt, der sich ja tatsächlich auch bei vielen einstellt, dass die wie so ein Todesengel ist, hat sich ein bisschen aufgelöst. Wenn die dann so konkret anfangen, Freundinnen zu werden und irgendwie halt so Sachen machen, dann war irgendwie ein bisschen viel. Aber diese Entscheidungen im Schneideraum sind auch echt, ich weiß ja auch nicht genau, das ist natürlich auch so ein, das ist halt ein Prozess und irgendwann ist er abgeschlossen, dann hat der Film seine Form und mit der ist man dann entweder glücklich oder nicht. Gibt es noch weitere Fragen? Ich würde gerne noch was zu dem. Warten Sie kurz aufs Mikro, bitte. Ich glaube, weil die das aufnehmen wollen, unser Gespräch, dann. Ich würde gerne noch etwas zu dem Fritz-Bauer-Film wissen. Mhm. Zunächst, ob das ein Dokumentarfilm werden soll oder ein Spielfilm fürs Kino vielleicht. Und was Sie da jetzt besonders interessiert, weil Fritz Bauer war ja jetzt auch letztes Jahr schon ein großes Thema im Zusammenhang mit den Auschwitz-Prozessen und so weiter. Was wollen Sie da zu Ihrem Thema machen in diesem Film? Nee, es wird ein Spielfilm. Und der Ausschnitt, den das Buch umfasst, ist ab dem Herbst 57, in dem er einen Brief bekommen hat, dass Eichmann sich in Argentinien aufhält, bis zu dem Prozess in Jerusalem. Und es gibt keinen Spielfilm über Bauer. Das ist einfach eine untererzählte, unentdeckte Figur. Und fürs Kino schon erst recht. Also, das, und klar, es gab jetzt eine Menge über die, also es gibt eine neue Biografie, die ich sehr empfehlen kann, die toll ist, wenn man sich dafür interessiert, die ist gerade im Herbst rausgekommen, man kann natürlich viel über den Bauer rausfinden, aber eben keine Fiktion. Also. Weitere Fragen? Wenn keine Fragen sind, habe ich noch eine. Das ist immer so. Genau. Naja, zunächst mal möchte ich erstmal noch eine Lanze brechen für die kommenden Tage. Das ist vorhin so en passant ein bisschen untergegangen. Das ist einer der großartigsten Filme der letzten 10 Jahre im deutschen Kino. Und wenn Sie ihn noch nicht gesehen haben, schauen Sie ihn sich an, unbedingt. Das war völlig ungerechtfertigt damals, dass das ein Flop war. Was ich fragen wollte, diese Reihe heißt Was tut sich im deutschen Film? Und Sie sind ja auch mit wahnsinnig vielen Kollegen sehr, sehr eng verzahnt, haben auch mit Matthias Glasner, der letztes Jahr schon hier war, auch eine Produktionsfirma gegründet. Wie verfolgen Sie das deutsche Kino und wie würden Sie es einschätzen? Was tut sich da eigentlich gerade? Ja.
Also wie verfolge ich das? Indem ich gucke natürlich einfach viele Filme, viele deutsche Filme, und ich lebe in Berlin und da leben ein Großteil der Regisseure auch, und also es gibt jedes Jahr wirklich tolle, spannende deutsche Filme, immer mehr, immer so. Was soll ich dazu sagen? Also es gibt ein Riesenpotenzial, es gibt nach wie vor ein paar echt strukturelle Probleme, was in Deutschland ein langes Thema ist, wenn man sich damit auskennt, innerhalb dieser Filmförderdiskussion über die Entwicklung von Drehbüchern vor allem. Das ist nach wie vor ein Problem, dass viel zu viele Filme viel zu früh gedreht werden und nicht lang genug entwickelt sind. Was wir dann einfach merken, weil sie nun mal hier auf dem heimischen Markt immer gegen die ganz kleine Auswahl von amerikanischen Filmen konkurrieren müssen, die einfach nur die Spitze des Eisberges sind. In Amerika wird einfach so viel mehr produziert, was wir alles gar nicht wahrnehmen. Und das, was wir hier sehen, ist eben sind 1% oder 5% die besten Filme überhaupt. Und die sind in der Regel halt mit ganz anderen Vorläufen irgendwie entwickelt. Das ist ein Problem in Deutschland. Wir drehen, man kann es einfach auf eine einfache Formel bringen, nach wie vor, das deutsche Kino muss sich nicht an der Kasse recoupen. Und dadurch wird es zu schnell gedreht. Die Leute leben davon, dass die Filme gedreht werden, nicht, dass sie erfolgreich werden an der Kasse. Das ist nach wie vor ein Problem, dem wirken viele entgegen und viele machen tolle, spannende Sachen. Es gab im Jahr, als Die kommenden Tage lief, gab es von Chris Kraus einen Film, der hieß Poll, den ich ganz toll fand, und einen unglaublich visionären, starken Film. Auch viel zu wenig Leute gesehen, aber so, es gibt ganz viele tolle Projekte. Gibt dann auch so wahnsinnige Großprojekte, wie jetzt gerade den Medicus, den Philipp Stölzel inszeniert hat, auch sehr gut inszeniert hat, finde ich, und so. Also es gibt eine Menge, und vor allem eben dann immer wieder in den kleineren Low- und No-Budget-Bereichen gibt es irgendwie spannende Projekte. Nach wie vor gibt es tolles deutsches Kino. Es fehlt halt an den wirklich konkurrenzfähigen Filmen, die auch eine Masse wahrnimmt. Aber ich würde gerne noch eine Anschlussfrage stellen. Sie haben gerade auch explizit auf Kino abgehoben, machen selbst ja auch einige Fernsehfilme immer dazwischen. Was bedeutet es Ihnen, oder was ist anders daran, einen Kinofilm zu drehen für Sie persönlich? Gehen Sie da anders ran? Ist das eine andere Arbeitsweise? Tierisch viel mehr Angst vor Kinofilmen als vor Fernsehfilmen. Damit fängt schon mal an. Und natürlich einen riesen Respekt, weil man im Kino dann immer sofort in dieser Tradition des Kinos halt steht. Und das Fernsehen einfach nicht. Da ist es nicht so. Fernsehen ist dann in der Regel natürlich, wenn ich es mache, auch viel mehr in der Regel Genre. Ich mache halt viele Krimis oder so im Fernsehen, und das ist, das hat dann einfach so seine Gesetze, die, wenn man sie als Handwerker befolgt, dann auch irgendwie natürlich funktionieren. Kino ist natürlich immer so ein Neuland, zumindest so wie ich das betreibe. Ich versuche eben auch nicht einfach nur irgendwas immer wieder zu machen, sondern mache sehr unterschiedliche Filme, und das macht es natürlich schwierig. Also dieser Film über Fritz Bauer ist wahnsinnig kompliziert. Ich habe noch nie ein fiktionales Drehbuch über eine wirklich lebende Figur geschrieben, weil das ist natürlich haarig. Das Leben von Fritz Bauer an für sich ist als Drama noch nicht da. Das muss man dramatisieren. Und das so zu dramatisieren, dass es nicht die historische Akkuratesse verliert, ist relativ kompliziert. Und das alleine macht mir eine Heiden Angst natürlich. Wie macht man das so? Und bei so einem Film, auch nochmal auf die Frage wie spielt Linda oder wie macht man so einen Film, das ist der erste Film, den ich so explizit über so ein existenzielles Thema wie den Tod gemacht habe. Das ist halt komplizierter, als wenn ich einen Krimi inszeniere. Da bin ich natürlich viel sicherer. Einfach weil es Prototypen sind. Es gibt zwei, drei Filme, auf die sich dieser Film direkt bezieht. Es gibt einen, die ich sehr verehre. Also es gibt einen Film von eben Cassavetes, der ist Husbands. Der war immer ein großes Vorbild. Und dann gibt es von Patrice Chéreau Son Frère, sein Bruder, ein toller Film, den Chéreau über den Tod seines Freundes gemacht hat. Es gibt schon so Filme, auf die sich das dann bezieht, aber natürlich sind das keine Remakes oder so, sondern es ist eben ein komplett originärer Stoff, und das ist sehr viel schwerer. Wenn es denn keine weiteren Fragen gibt, würde ich sagen, besten Dank, Lars Krause, dass Sie hier waren. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Vielen Dank für das schöne Gespräch.